Wir befinden uns im Jahr 2023 und Oldenburg will zum Mond. Dafür haben wir kein Geld. Oh. Oldenburg wird nicht zum Mond fliegen. Die OSA hat nämlich kein Geld. Was machen wir stattdessen? Ich könnte dir diese Hartplastikflasche anbieten. Und ja. Die schießen wir dann über einen Sportplatz? Ja, das ist eine gute Idee. Die OSA wird keine Rakete zum Mond, in den Satellitenorbit oder auch bloß in die Stratosphäre schießen. Stattdessen schießen wir eine Hartplastikflasche über den BTB-Sportplatz. Tja, aber immerhin, an diesem einfachen Beispiel einer Wasserrakete können wir Ihnen die Thermodynamik hinter dem Flug zum Mond erklären. Und das ist doch fast so schön, wie selber hinfliegen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie fragen sich jetzt vielleicht berechtigterweise, wie uns eine Wasserrakete oder noch schlimmer, eine, die nicht mehr mit Wasser gefüllt ist, ein nennenswertes Verständnis der Vorgänge in der Raumfahrt liefern soll. Fangen wir ganz simpel an. Eine solche Flasche, die mit komprimierter Luft, Druckluft gefüllt ist, sollte korrekterweise als Rakete mit Kaltgasantrieb bezeichnet werden. Kaltgasraketen finden Anwendung in hochpräzisen Mess-, Lenk- und Regelverfahren in der Undockphase. Undockphase? Höre ich Sie fragen? Wir nehmen an dieser Stelle an, Ihr Satellit ist kaputt und Sie sitzen in Ihrem Raumschiff mit den Ersatzteilen. Das heißt, Sie müssen irgendwie Kontakt zu diesem Satelliten herstellen, damit Sie ihn reparieren können. Es wird Ihnen intuitiv einleuchten, dass es nicht besonders zielführend ist, einfach mit hoher Geschwindigkeit irgendwie gegen diesen Satelliten zu schmettern. Das tut keinem von Ihnen beiden gut. Stattdessen müssen für ein weiches Andocken 4 Randbedingungen gelten. Erste Randbedingung für ein Rendezvous, also dass Sie und Ihr Satellit, den Sie verfolgen, sich überhaupt treffen. Das setzt voraus, dass Sie sich zur selben Zeit, TE, auf derselben Kreisbahn befinden. Jetzt haben wir ja gerade gesagt, Sie würden wirklich ungern mit Schwung gegen Ihren Satelliten schmettern. Das heißt, Sie wünschen sich ein weiches Auftreffen. Das bedeutet, dass Ihre Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit des Satelliten, wenn Sie in die gleiche Richtung gehen, auch gleich schnell sein müssen, damit Sie sich wirklich samt annähern. Die dritte Randbedingung für ein Andocken ist, dass Ihre Drehwinkellage und die Drehwinkellage des Satelliten gleich sind. Warum ist das wichtig? Naja, bei handelsüblichen Raumschiffen haben Sie nicht den Luxus, dass Ihr Raumschiff Arme mit Saugnäpfen hat. Das würde Ihnen im Vakuum ohnehin nicht helfen. Sie können nämlich keinen Unterdruck erzeugen. Das heißt also, dass Ihr Raumschiff und Ihr Satellit gleich orientiert im Raum sein müssen. Jetzt wünschen wir uns natürlich nicht nur, dass wir andocken, sondern wir würden gerne weich andocken. Das heißt, Ihre Drehwinkellage und die Drehwinkellage Ihres Satelliten müssen sich auch noch gleich ändern. Sind diese 4 Randbedingungen gewährleistet, dann können Sie sehr weich an Ihren Satelliten andocken, um ihn zu reparieren. Und genau dafür benutzen Sie tatsächlich Kaltgastriebwerke. Wir nehmen an, Sie befinden sich in der Andockphase. Ihre Kopplungsmechanismen besitzen zwar konusförmige Aufnahmevorrichtungen, trotzdem müssen Sie Ihren Ausrichtungsrestfehler so klein wie möglich halten. Das machen Sie mit Kaltgasstellgliedern. Was ist ein Kaltgasstellglied, höre ich Sie fragen? Ich bin so froh, dass Sie fragen. Das hier ist eine Rakete mit Kaltgasantrieb. Und was genau das ist, schauen wir uns jetzt genauer an. Also, ich hatte zu Ihnen gesagt, wir schauen uns Kaltgasraketen an. Kaltgasraketen sind super simpel, dort laufen nämlich nur 2 Prozesse hintereinander ab. Das sind zum einen eine adiabatische Kompression und danach kommt eine adiabatische Expansion. Was steckt dahinter? Bei einer Kompression erhöhen Sie das Verhältnis von Teilchen zu Volumen. Bei der Expansion machen Sie das genaue Gegenteil. Adiabatisch beschreibt die Art und Weise, wie dieser Prozess abläuft. Adiabatische Prozesse laufen ohne Wärmeaustausch mit der Umgebung ab. Das wird alles ein kleines bisschen verständlicher, wenn wir die innere Energie betrachten. Nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik ist die innere Energie eines Systems gleich der mit der Umgebung ausgetauschten Wärme und der verrichteten Arbeit. So ein klitzekleines bisschen komplizierter wird das Ganze, wenn wir offene Systeme betrachten. Dann ändert sich die innere Energie auch noch in Abhängigkeit der mit der Umgebung ausgetauschten Stoffmenge. Deswegen würde ich Sie an dieser Stelle bitten, mir eine klitzekleine Vereinfachung zu erlauben, nämlich dass wir annehmen, dass sich alle Teilchen bereits im System befinden. Dann können wir nämlich diesen Term einfach wegstreichen. Wo wir gerade so schön am Term wegstreichen sind. Ich habe ja gesagt, dass adiabatische Prozesse ohne Wärmeaustausch mit der Umgebung stattfinden. Das heißt, wir können diesen Term genauso wegstreichen. Das bedeutet, die komplette Änderung der inneren Energie kommt nur noch dadurch zustande, dass wir Arbeit am System verrichten oder dass das System selbst Arbeit verrichtet.
Kommen wir zurück zu Ihrer Kaltgasrakete. Bei der adiabatischen Kompression wird Ihrem System die verdichte Arbeit WComp hinzugefügt. Dadurch erhöht sich die innere Energie Ihres Systems. Warum kommt es eigentlich zur Expansion? Naja, Systeme möchten immer den Zustand größtmöglicher Unordnung einnehmen. Wenn ich aber sehr viele Teilchen auf ein sehr kleines Volumen presse, wie zum Beispiel diese Flasche, dann kann das nicht der Zustand größtmöglicher Unordnung sein. Das heißt, es kommt zur Expansion, weil die Teilchen die Flasche wieder verlassen. Lassen Sie uns an dieser Stelle Ausdrücke für die Kompressions- und Expansionsarbeiten in Abhängigkeit von Druck und Volumen finden. Damit haben wir jetzt unsere Ausdrücke für die Kompression und Expansion. Lassen Sie sich nicht verwirren, ich habe das Vorzeichen, was mal hier stand, auf die rechte Seite vom Gleichheitszeichen gezogen. Was Ihnen jetzt vielleicht auch auffällt, ist, dass sich die beiden Terme tatsächlich lediglich in diesem Vorzeichen unterscheiden. Das heißt, alle Arbeit, die wir da reinstecken, wird danach wieder frei. Ich hoffe, Sie sind mir an dieser Stelle nicht böse, dass ich die Herleitung einmal übersprungen habe. Falls Sie die doch sehen wollen, ich klappe diese Tafel einmal um, dann können Sie in 3 Sekunden einmal das Video pausieren. Falls Sie sich das gerne in Ruhe selber angucken möchten, mache ich gleich 3 Schritte aus dem Bild und Sie können das Video kurz pausieren. Falls Sie das Video tatsächlich angehalten haben, willkommen zurück. Was genau habe ich hier eigentlich angeschrieben? Die linke Seite der Tafel zeigt Ihnen einmal, wie man auf die Ausdrücke für die Expansions- und Kompressionsarbeit kommt, wobei das in dem Fall einmal für die Expansionsarbeit hergeleitet ist. Die rechte Seite der Tafel leitet eigentlich einmal die Poissonsche Gleichung hier unten her. Und diese Poissonsche Gleichung brauche ich, damit ich Ihnen erklären kann, warum die Adiabaten in einem PV-Diagramm ihre spezifische Form haben. Ich sprach von einem PV-Diagramm und irgendwie von verrichteter Arbeit. Und Sie werden sich vermutlich noch grob erinnern, dass hier ganz schön viele Integrale auf den beiden Vorderseiten der Tafel standen. Ich zeichne Ihnen mal kurz was. Das ist ein PV-Diagramm, das ist Ihre Adiabate. Und die Form dieser Adiabate ergibt sich dadurch, dass die Poissonsche Gleichung uns gezeigt hat, dass der Druck P proportional zu 1 durch V hoch den Adiabatenkoeffizienten ist. Unser Adiabatenkoeffizient ist das Verhältnis von molarer Wärmekapazität bei konstantem Druck zur molaren Wärmekapazität bei konstantem Volumen. Wir malen uns in unser Diagramm mal 2 Zustände. Einen Druck P1. P1 ist Ihr Luftdruck, Ihr Außendruck meinetwegen. P2 ist dabei der Druck, den Sie nach der Kompression in Ihrer Rakete haben. Zu Ihren Drücken gehören logischerweise die entsprechenden Volumina. V2 und V1. Naja, und Ihre verrichtete Arbeit oder Ihre frei werdende Arbeit entspricht einfach dieser Fläche unter Ihrem Graphen. Und wie Sie die berechnen, steht hier. Jetzt haben Sie fairerweise am Anfang des Videos gesehen, wie ich so eine einfache Rakete mit Kaltgasantrieb einfach aus der Luft gefangen habe. Ich kann verstehen, wenn Sie sagen, das ist so ein bisschen langweilig. Für den Hausgebrauch haben Sie da 2 wirklich simple Optionen. Die eine beinhaltet einen Föhn und die andere beinhaltet Wasser. Mit einem Föhn können Sie Ihre Kaltgasrakete in eine Warmgasrakete verwandeln. Die finden tatsächlich auch Anwendung in der Raumfahrt, auch wieder als Steuerdüsen zum Beispiel. Oder Sie machen was ganz Neues und verwandeln Ihre Kaltgasrakete mit einem Föhn in ein ziemlich gutes Modell für eine offene Gasturbine. Offene Gasturbinen sind Ihnen schon mal begegnet, wenn Sie im Flugzeug aus dem Fenster geguckt haben und gesehen haben, was da eigentlich unter Ihren Tragflächen hängt. Eine offene Gasturbine besteht aus einem Verdichter, Ihrer Luftpumpe, einer Brennkammer, Ihrem Föhn, und einer Turbine. Das ist bei Ihnen die Öffnung Ihrer Flasche mit dem aufgesetzten Adapterstück. Kurzer Funfact, Ihre offene Gasturbine können Sie super gut durch einen Joule'schen Kreisprozess approximieren. Na gut, zumindest wenn Sie irgendwie das hier wieder schließen. Das können Sie zum Beispiel machen, indem Sie sich hier einen als Kühler fungierenden Wärmetauscher dazwischen denken. Das PV-Diagramm für Ihre offene Gasturbine sieht ungefähr so aus. Das ist die erste Adiabate, die gehört zur adiabatischen Kompression im Verdichter. Dann haben Sie hier oben Ihre erste Isobare, die gehört zur isobaren Wärmezufuhr in der Brennkammer. Dann haben Sie hier Ihre zweite Adiabate, die gehört zur adiabatischen Expansion, wenn das Gas aus der Turbine strömt. Und Sie haben hier unten Ihre zweite Isobare, das ist die isobare Abkühlung an der Umgebungsluft. Sie kennen das schon, wir suchen wieder die tatsächlich nutzbare Arbeit. Das ist bei der offenen Gasturbine die Arbeit, die hier in der Turbine quasi rauskommt. Also Ihre Nutzarbeit, das, was Sie benutzen können, um Ihr Flugzeug durch den Himmel zu schießen oder Ihre Flaschenrakete über den Sportplatz. Das ist bei der offenen Gasturbine oder beim Joule'schen Kreisprozess die von den 2 Adiabaten und 2 Isobaren umschlossene Fläche hier. Sie erinnern sich, wir hatten noch eine zweite Option offen, unserer Kaltgasrakete ein kleines bisschen mehr Wumms zu verleihen. Ich glaube, das physikalisch korrektere Wort wäre Impuls. Und damit kommen wir zur Wasserrakete. Rein von den thermodynamischen Prozessen her ist unsere Wasserrakete, ehrlich gesagt, nicht anders als die Kaltgasrakete. Sie haben eine adiabatische Kompression,
gefolgt von der adiabatischen Expansion. Mit dem klitzekleinen Unterschied, dass sie jetzt eine Stützmasse haben. Stützmasse nennt man bei Rückstoßantrieben die nach hinten ausgestoßene Masse. Dass diese Stützmasse dafür sorgt, dass ihre Rakete schneller fliegt und weiter fliegt, liegt in der Impulserhaltung. Eine ausgestoßene Stützmasse hat einen Impuls P. Der Impuls PS ihrer Stützmasse hängt ab von der Austrittsgeschwindigkeit der Stützmasse an der Düse und der momentanen Masse ihres Systems. Ich habe Ihnen ja gerade erklärt, dass die Impulserhaltung gelten muss. Das heißt, der Impuls ihrer Rakete muss gleich dem Impuls der ausgestoßenen Stützmasse sein, allerdings in die umgekehrte Richtung. Dass die Stützmasse mit einer Geschwindigkeit Vs aus der Düse hier oben austritt, liegt daran, dass das Gas in der Rakete expandieren will. Die Geschwindigkeit, mit der die Stützmasse austritt, hängt vom Überdruck in der Flasche ab. Das kann ich ganz leicht dadurch simulieren, dass ich die Flasche zusammendrücke. Naja, und damit verabschiede ich mich bis auf Weiteres auf dem BTB-Sportplatz. Da gucken wir uns an, wie so eine Wasserrakete praktisch funktioniert. Wir beginnen damit, dass wir die Flasche mit Wasser füllen. Zu Demonstrationszwecken nehmen wir jetzt in dem Fall Flasche 2. Wir befüllen die Flasche also mit 250 Milliliter Wasser. Die haben wir hiermit erreicht. Auf diese Flasche aufgesetzt oben ist ein Adapterstück, was es uns erlaubt, eine ganz normale PET-Flasche, einfach einen ganz, ganz normalen Gardena Gartenschlauchverschluss anzustecken. Wir müssen aufpassen, dass es einmal doppelt klickt. Das hat es jetzt getan. Und dann können wir diese Flasche für Demonstrationszwecke jetzt einfach mal 5 Bar Druck füllen. Dass das gleich wieder weniger wird, nehmen wir einfach hin. So, hier sind jetzt 5 Bar Druck drauf. Das heißt, wir können den Sicherungsstopfen hier unten in der Abschussrampe einmal entnehmen. Dann wird die Flasche hier eingelegt und mit dem Sicherungsstopfen einmal befestigt. Zum Auslösen der ganzen Vorrichtung muss jetzt einfach nur noch hier unten das Gartenstoffstück nach unten gezogen werden. Das sieht dann so aus. Diese ganze Anlage ist nicht besonders dicht. Das heißt, während ich geredet habe, hatte ich schon relativ viel Druck verloren. So die Praxis. Lassen Sie mich also kurz zusammenfassen, was hier passiert. Mithilfe der Luftpumpe wird in der Rakete ein Überdruck aufgebaut. Die Luft in der Rakete wird dabei komprimiert, dem System wird Verdichterarbeit zugeführt. Anschließend expandiert diese Luft wieder. Das System verrichtet Expansionsarbeit. Das expandierende Gas drückt die Stützmasse, ihr Wasser, aus der Düse. Das austretende Wasser hat einen Impuls und aufgrund der Impulserhaltung wirkt derselbe Impuls, nur in die umgekehrte Richtung, auf die Rakete. Aufgrund des Winkels der Abschussrampe wird die Rakete dadurch schräg nach oben geschossen. Ist alles Wasser aus der Rakete ausgetreten, wird die Rakete nicht weiter beschleunigt und ihre weitere Flugkurve gleicht der typischen Parabelform, die Sie vom schrägen Wurf kennen. Und während im Hintergrund eine kleine Montage an Testflügen abläuft, würde ich gerne ein paar letzte Worte an Sie richten. Vielleicht haben wir Ihnen mit diesem Video nicht die komplette Thermodynamik hinter dem Flug zum Mond erklärt, sondern eher die Thermodynamik hinter den letzten 10 cm, bevor Sie an Ihren Satelliten andocken. Wir sind dem Mond sowieso nicht besonders nahe gekommen. Ehrlich gesagt haben wir uns maximal 50 Meter über einen Sportplatz geschossen. Wir hoffen trotzdem, Sie haben etwas mitgenommen und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich mach noch for safety reasons den Ton an, nicht, dass was Spannendes passiert. Ich würde sagen, fürs Protokoll, ich glaube, es ist eine doofe Idee. Bereit? So bereit, wie ich nur sein kann. Oh mein Gott. Wie heißt das Ding? Regenrinne. Scheiße. Das bedeutet, dass Energie... Kreide, Kreide, Kreide. Das hier. Und an genau dieser Stelle helfen Ihnen Ihre Zustandsgleichungen und Zustandsfunktionen. Plie. Ja. Bereit? Hilfe, bin verwirrt. Ich hatte mal einen Text und ich hatte auch mal Kreide. Das hier. Oh. Nämlich, dass der Rückstoß dafür sorgt,
Und ich habe das Ding ins Gesicht gekriegt. Was? Alles gut? Ja, alles gut. Was hab ich denn verbrochen? Warum muss das schief sein? So ist auch schön. Ja, passt. Okay. Ich bin mir relativ sicher, ich habe ziemlich signifikante Mengen an Kreidestaub eingeatmet. Mit einem handelsüblichen Föhn können Sie Ihre Kaltgasrakete in eine Warmgasrakete verwandeln. Hat nicht geholfen. Ja.